Ja, Markus Pinter, seit wie vielen Jahren ist Fairplay schon Wegbereiter oder Wegbegleiter der Miniliga? Boah, das ist jetzt schon ewig her. Ich würde sagen, fast von Beginn an. Nicht vom ersten Jahr, aber relativ bald ist dann der Mario und mit seinem Kollegen, mit dem Wolfgang, zu uns gekommen, um nicht zusammenarbeiten können und die Mini-Schiedelliga unterstützen können. Und Miniliga und Fairplay, die direkten Verbindungen, wie kann man die beschreiben? Ja, also wir sind ja angefangen mit dem Bereich Rassismus im Fußball zu bekämpfen und da hat sich das dann natürlich aufgetan, weil natürlich in den Volksschulen sehr viele migrantische Kinder auch hingehen und auch bei der Mini-Schülerliga mitspielen und von dem her hat sich das einfach ganz gut ergeben, dass wir die Inhalte in den Hefteln und in den Informationen, die die Mini-Schülerliga auch an die Eltern und in den Schulen verteilt, auch präsent sind. Abschlussfrage, wie viele Jahre willst du das noch durchhalten? Wie lange wird es die Mini-Schülerliga noch geben? Hoffentlich noch lang. Wird sich noch ausgehen. Danke, Markus. Mario Mazzacarini und Paul Pecher, die Organisatoren hinter der Miniliga. Heute wieder ein Finaltag. Bei herrlichem Wetter, das glaube ich ist Tradition. War das heuer in der ganzen Saison so? Nein, gefühlt von 20 Spieltagen bis jetzt ist es der dritte Schönwettertag. Die restlichen waren ganz grässlich. Die Kinder haben gelitten, haben es aber durchgehalten. Es war wirklich ganz schwer. Paul, du bist der Newcomer im Organisatorenteam. Wie geht's dir so in dieser neuen Rolle? Ja, es ist natürlich in große Fußstapfen, die ich da trete und habe mir aber die Unterstützung von Mario gehabt und arbeite mich in dem Jahr ein, gehen jetzt die Abläufe und kann im nächsten Jahr ganz sicher noch verstärkt mit einbringen. Super, und ihr macht natürlich weiter. Ja, nächstes Jahr sollte das 30-jährige Jubiläum sein. Das gilt es noch zu machen. Schauen wir, wie sich es weiterentwickelt. Danke für euer Engagement. Sehr gerne.
Ja, so fühlt man sich, wenn man alles gegeben hat. So, Halle! Ja! Komm, Martin, auf ihn, komm! Walter Mohl als Mann an der Flüstertüte, auch schon so eine Art Institution der Miniliga. Denn wievieltes Finale moderierst du heute? Ich glaube, es ist ein Jubiläum, es ist schon das 10. Finale, wenn ich auch die Schülerliga-Finalspiele auch dazu zähle. Aber es ist immer erfrischend, wie die Mädchen und die Buben hier Fußball spielen. Und es sind schon sehr viele Stars auch da geboren worden auf dem Rasen des Ernst-Happel-Stadions. Immer ein spannendes Erlebnis und ein schönes Erlebnis. Super! Ja, Leo! Noch einmal, bitte, komm weiter, weiter! Adil, hin! Vor mir steht ein Newcomer im Bereich der Miniliga-Unterstützer, Dietmar Stockinger. Und ich fand diese Idee, den Mädchen einen kleinen Fuchs zu geben, beim Turnier irrsinnig lieb. Wie kommt es zu dem Fuchs? Ganz einfach, hier ist das Objekt der Begierde. Und zwar bin ich ja selbstständiger Kooperationspartner der Finanzfuchsgruppe, bin auch sehr im Sport verbunden. Ja. Hab den Mario kennengelernt, der das organisiert, haben wir gedacht, ich beteilige mich und macht den Kindern eine Freude. Also ich fand es wirklich riesig. Danke. Freut mich.
war die Suche dann das Finale dann gesagt ist. Ja, ja. Yeah.